Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Schwarze Auge Memoria, wo wir gerade diese zwei Kriegerinnen getroffen haben und anstatt mit denen in die Schlacht zu ziehen, lieber hier unseren unzuverlässigen Fremdenführer retten wollen. So, dann gucken wir doch mal. Erstmal mit der alten Amazone reden vielleicht. Solange sie hier liegt, ist das Mädchen beschäftigt. Okay. Hier können wir nochmal über alles reden, wollen wir aber nicht. Was haben wir hier noch? Wir haben natürlich Rachwan. Ich brauche deine Kette. Haltet Abstand vom Ferkina. Okay, ich meine, ich halte Abstand, aber ich hätte gern mit ihm geredet. Hier ist ein Stein. Können wir den mitnehmen? Da ist irgendwas drauf, ne? Hier sind so Zeichnungen, Zwei Männer Malerei. jagen irgendein unförmiges Tier. Ich meine, ich hätte jetzt gesagt, ist das vielleicht ein Reh oder so? Malerei Ein Obstpflück. Apfel hängt von einem Baum und ein Mann holt ihn herunter. Okay, können wir hier noch weiter? Ja, wir können weitergehen. Okay, dann gucken wir mal, was hier noch so kommt. Ach so, ah, wir sind jetzt hier, verstehe. Hier ist ein Ast. Ja gut, dann nehmen wir den Ast. Warum auch nicht? Mit bloßen Händen bekomme ich die Äste nicht auseinander. Na, aber wir haben ja ein Messer. Wie wäre es denn damit? Ah, jetzt ist er näher am Wasser. Ach so, wenn die Kette natürlich runterspült, vielleicht. Ne? Vielleicht können wir sie dann nehmen, ohne uns ihm zu nähern. Ich Großer trinke erst, Wasserfall? wenn ich weiß, dass ich sicher bin. Du, wann weißt du das? Also jetzt mal ganz ehrlich, wann wird das das nächste Mal vorkommen? So, ich versuche nochmal, ihm das zu sagen. Ich brauche deine Kette. Haltet Abstand vom Ferkina. Schüttelt er jetzt nochmal so den Kopf? Okay, ja, aber es geht noch nicht ab. Ah, ich habe eine Idee. Kann ich vielleicht. Moment. Wir gehen nochmal nach oben. Kann ich diesen Stein hier im Wasserfall runterwerfen? Oder den Ast? Und dann hakt sich die Kette da ein, eventuell. Mal gucken. Ich probiere mal den Ast, weil das halte ich für wahrscheinlicher. Den Stein, der könnte ihn ja ohnmächtig machen. Was ich okay finde, aber. Fast. Wäre der Wasserstand nur nicht so niedrig. Ach so, okay. Na dann, können wir den Ast wieder einsammeln? Nö. Ach so, vielleicht, weil wir erst runter müssen. Können wir jetzt den Ast wieder einsammeln? Und dann können wir mit einem Stein hier den kleinen Wasserfall blockieren. Dann steigt das Wasser. Ich trinke erst, wenn ich Rachwan befreit habe. Du, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. So, ich nehme den Ast nochmal. Hier blockieren wir jetzt den Wasserfall. Das Wasser steigt. So, jetzt gehen wir wieder nach oben. Leute, das läuft hier wie am Schnürchen. Und den Ast in den Wasserfall werfen. Und dann können wir hoffentlich seine Kette nehmen, ohne dass sie das bemerken. Ja, sehr gut. Okay, na dann. Ab wieder zurück nach unten. Und ich bin sehr gespannt, was unser Zauberstab mit der Kette machen möchte. Danke. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich euch in der Grabkammer eine Vision schickte, als Erklärung für das Blutritual. Du meinst das Bild vor meiner blutenden Hand, der glimmenden Räucherschale und dir? Richtig. Nun, ihr könnt mit dem Gefangenen nicht reden, da das Mädchen sonst Verdacht schöpft. Aber ihr könnt ihm eine Vision schicken und ihn auffordern, sich mit ihr gutzustellen. Und wie? Mit dem Zauber des Visionenschickens, den ich nun in eure Hände lege. Ach, danke schön. Ah, cool. Wir können also mehrere Sachen. Richtet ihn auf die Halskette in eurer Tasche und ich erkläre euch alles Weitere. Jetzt frage ich mich aber natürlich, ne? Der Zauberstab kann also Visionen hervorrufen und er kann Sachen zu Stein machen. Das passt ja zu dem, was wir in der Gegenwart gesehen hatten, ne? Wir hatten diese Vision von dem Baum mit den vielen Augen, ne? Das könnte ja eine Vision gewesen sein, glaube ich, ne? Dass das nicht echt war, weil das war ja nicht die Prinzessin. Und er hat Leute zu Stein verwandelt. Also das passt alles zu den Kräften, die der Zauberstab hat, nur halt irgendwie extremer. So, wir richten die auf die Kette. Na dann. Der Zauber wirkt nur auf jemanden, von dem ihr einen persönlichen Gegenstand besitzt. Und ihr könnt auch nur Visionen von Dingen schicken, die ihr in der Nähe seht. Sagt dem Gefangenen nun ganz allein über drei Visionen, dass er sich mit der Amazone gutstellen soll. Ganz allein über drei Visionen? Ja, richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Peinigerin, dann auf ihn und letztlich auf ein Symbol für Freundschaft und Geselligkeit. Er wird diese drei Dinge unweigerlich zusammen denken
und sich nicht dagegen wehren können. Die Reihenfolge der Visionen spielt dabei keine Rolle. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe, glaube ich. Moment, nee, ich muss mir noch mal... Lagerfeuer ist wahrscheinlich das, aber das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Mann, Drache, hier sind voll viele Steinmalereien, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Warte doch mal kurz. Okay, Mist, kann ich nicht. Na gut, wir haben Frau, Mann, Drache. Ja, das Lagerfeuer ist natürlich die Vision der Freundschaft, ne? Lagerfeuer, ihn und die Amazone. Alle glug zu, Lascha Savcha. Sei still! Es hat nicht geklappt. Abwarten. Zul, Asavcha. Bitte erfüllt mir einen Gefallen. Nehmt diesen Fetzen von meinem Umhang und knebelt dem Ferkina den Mund. Keine Tochter Rondras hat eine solche Beschimpfung verdient. Hat sie ihn verstanden? Okay, eine Beschimpfung. Jagd, Frau, Mann. Ich gucke mir die alle nochmal an. Aber... wegen dem, ne, es funktioniert nur, wenn du einen persönlichen Gegenstand besitzt. Er war ja bei Geron in der Wohnung, ne? Also der Dämon in Anführungszeichen, aber die Prinzessin mit dem Stab. Die haben ja da die Scherben zurückgelassen von der Schatulle. Also könnten sie ja auch einen persönlichen Gegenstand gehabt haben. So, ich gucke mir einmal die Malereien nochmal an. Die Malerei zeigt eine Frau mit einem Kind im Arm. Okay. Da steht ein Mann mit einem Speer. Das Bild eines Drachen. Dann Jagd hatten wir eine schon. Eine Gruppe Menschen sitzt friedvoll an einem Feuer. Ah ja, das war auf jeden Fall das Richtige, würde ich denken. Okay, dann haben wir jetzt alle. So, na dann, knebel ich ihn doch mal. Warum nicht? Mal gucken. Au! Er hat versucht, mich zu beißen. Soll er das Mädchen ruhig beschimpfen? Das ist es mir nicht wert. Okay, ja, weiß ich... Ach so, jetzt haben wir einen Stofffetzen von ihr. Das heißt, jetzt können wir ihr eine Vision schicken, dass sie freundlich sein soll mit ihm, ne? Wir machen das mal nochmal. Ja, aha, ich verstehe. Also nochmal, wir haben... Ach so, sie kann ich gar nicht nehmen. Ach, aber das... Moment. Rachwan, Freundschaft... Und dieses Schild, wo das Logo von denen drauf ist, ne? Das Amazon, also die Amazon. Das könnte klappen. Mal gucken. Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orondra? Ach so. Ich dachte, Freundschaft reicht. Aber vielleicht dann einfach den Mann? So im Sinne von... freilassen? Bin irgendwie nicht ganz sicher. Wir probieren das nochmal. Was haben wir noch? Wasserfall. Er. Der Löwe. Und, na gut, dann vielleicht der Mann, der halt frei ist, ne? Mal schauen. Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orondra? Nee, das hat auch nicht geklappt. Jagen, aber passt ja auch nicht. Obst pflücken. Frau. Wasserfall. Hä? Okay, ich check's nicht so ganz. Wie, was sollst du? Naja, halt freilassen, ne? Freunde sein. Er und alte Amazone. Nee, Wasserfall. Frau, Mann, Drache. Vielleicht der Drache? Oder das Obst pflücken, weil er hängt an dem Baum. Ah, er hängt an dem Baum und sie lässt ihn runter. Obst pflücken, ich verstehe. Also hoffe ich. Ich verstehe. Mal gucken. Was ist mit dir? Ich hatte eine Vision von meiner Göttin. Sie trug mir auf, den Gefangenen vom Baum zu holen wie einen Apfel. Ich muss ihrem Befehl folgen. Doch brauche ich eure Hilfe. Was soll ich tun? Es ist für meine Schwester zu gefährlich, ihn hier freizulassen. Nehmt mein Pferd, das hinter dem Wasserfall wartet, und tragt den Gefangenen die Anhöhe hinauf. Dann, wenn ihr weit genug fort seid, schickt das Pferd zurück und lasst ihn laufen. Du kannst auf mich zählen. Hab Dank. Kriegen wir hin. Okay, sehr gut, dass sie trotzdem so, noch vorsichtig da ist, wären ne? Wir. Ich lass dich jetzt frei.
Dafür erfüllst du dein Versprechen und führst mich nach Draconia. Einverstanden? Einverstanden. Dann halte still, damit ich dir die Fesseln lösen kann. Ich vertraue dem halt so gar nicht, ne? Ich habe da ein richtig ungutes Gefühl bei der Sache. Oh, hier ist der Raschtulzwall. Die erste Etappe wäre geschafft. Für die nächste bräuchte ich jemanden, der sich hier auskennt. Und leider kenne ich da nur einen. Und die Kriegerin unten, aber die ignorieren wir einfach mal. Ach, guck mal, wir haben unseren Kram wieder. Unseren Rubin haben wir zumindest wieder. Okay, nicht unseren Verband, aber immerhin. So, dann schneide ich ihm mal die Fesseln los. Wollt ihr das wirklich tun? Er hat euch schon einmal verraten. Keine Sorge. Ich weiß, woran ich bin. Sicher? Ich weiß nicht so recht. Vorsicht! Das war so klar! Aha! Der Stab kann also Leute versteinern. Er hat euch fast getötet. Sagtet ihr nicht, ihr wüsstet, was ihr tut? Ja. Ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen. Ich wusste nur nicht, wie du es tun würdest. Du kannst also Fleisch in Stein verwandeln. Es sieht so aus, ja. Ich danke dir. Meine Hände! Und nun zu dir. Weißt du, ich hatte wirklich Mitleid mit dir, dem ausgestoßenen Ferkina, dessen eigenes Volk ihn nicht mehr haben wollte, der sich den Gesetzen der Stadt unterwerfen musste und der seine Ehre verkaufte, nur um zu überleben. Aber in dem Moment, in dem du mir den Knochen über den Schädel schlugst, hast du all meine Gnade verspielt. Ich befehle dir nun ein letztes Mal, mich nach Draconia zu bringen. Du wirst mich ernähren, wenn ich es dir sage. Und du wirst über mich wachen, wenn ich schlafe. Erst wenn ich mit der Maske sicher dort angekommen bin, werde ich deine Fesseln lösen. Meine Hände! Richtig, du Mistkerl. Und wenn du mir nicht gehorchst, werde ich auch den Rest von dir verwandeln. Meine Hände, die sind Stein. Der Händler ist wieder da. Ah, sehr gut. Du bist wach. Ihr? Was macht ihr hier? Wo ist der Dämon? Ich wollte eigentlich nur ein paar Habseligkeiten holen, als ich euch beide hier liegen sah. Da dachte ich, ich mache Feuer. Man friert so leicht in diesen Gefilden. Dein Blick verrät mir, du hast jetzt auch die Träume, ja? Bei Rashtulas Lockenpracht, was für ein Schlamassel. Ist es dir denn inzwischen gelungen, das Rätsel zu lösen? Ich bin nicht ganz sicher, ob es mir gelungen ist, das Rätsel zu lösen. Der Stab hat also seine Fähigkeit entdeckt, Leute in Stein zu verwandeln. Na Mensch, irgendwas sagt mir, über die nächsten 100 Jahre würde die perfektionieren. So, Träume oder Dämon? Ja, naja, es ist ja kein Dämon, aber das weiß Geron natürlich nicht. Aber ich wette, das mit dem Baum und den Augen war nur eine Vision. Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt? Und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Raschtulzwall-Szene, die du eben gesehen hast. Beunruhigend, nicht wahr? Das arme Mädchen, ganz alleine in der Wildnis. Reicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat, spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Bist du sicher? Ich will noch über die Träume reden. Ja, ich habe jetzt auch von Satya geträumt. Das tut mir leid. Glaube mir, das wollte ich nicht. Aber noch ist es nicht zu spät. Vergiss alles, was du gesehen hast, wie du jeden anderen nächtlichen Traum auch vergessen würdest. Wieso? Was ist so gefährlich daran? Oh, Satyas Geschichte selbst ist harmlos. Es ist nur das Ende, vor dem du dich hüten musst. Wer das Ende leichtfertig herausfordert, der legt sich mit Mächten an, die besser ungestört bleiben. Ich verstehe kein Wort. Und genauso soll es auch bleiben. Hä, wie das Ende? Wie endet die Geschichte denn? Du hast mir doch erzählt, sie geht in die Schlacht und das war es natürlich nicht, ne? Sondern, naja, sie wird irgendwie unsterblich oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder sie wird hier in die Jetztzeit teleportiert. Irgendwie sowas, ne? Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein.
Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Lösung erraten, der Rubin ist der Stein oder aufgeben? Ich will nicht auf... Der Rubin ist der Stein. Nee, das glaub... ich glaube, der Stein ist der Stein. Der Stab herrscht doch über den Stein. Er kann Leute zu Stein verwandeln, er kann Wächter aus Stein kontrollieren. Es ist der Stab, würde ich denken. Ist es nicht offensichtlich? Der Skarabäus steht für den Käferschlüssel und der Stein für die Grabtür. Beide sind ohne einander wertlos. Aber warum erschien die Schrift dann erst, als der Schlüssel bereits im Schloss war? Außerdem schien Satya sehr erschrocken zu sein, als sie sie las. Was wusste sie, was wir nicht wissen? Okay, da hat er nicht ganz Unrecht. War sie erschrocken? Ich weiß nicht. Sie hat halt gesagt, mir ist so, als hätte sie so gesagt, so, ne, ich kann es euch nicht sagen, weil das würde alles verändern. Der Rubin ist der Stein? Der Stein ist kein einfacher Stein, sondern Sadias Rubin. Sie ist die Nachfahrin des Moguls und der Edelstein ein Erbstück. Irgendetwas hatte sie damit vor. Interessanter Gedanke. Aber allzu viel erklärt das nicht. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will Antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Draconia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Draconia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weitergehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst, erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel, wird alles wieder gut. Willst du dich nicht um sie kümmern? Breda, steh auf! Wir haben ihn! Willst du dich nicht kümmern? Los, steh auf! Sehr gut gekümmert, Geron. Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er! Verdammt! Wo ist er hin? Au! Mein Kopf. Breda, was weißt du über einen Ort namens Draconia? Das ist eine uralte Festung im Raschthulswall, von Drachen erbaut. Eulrich Bodiaks Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher Möchtegern-Held, oder? Nein, lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles. Kapitel 4. Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Boah, jetzt auch nur dieselben Auswahlmöglichkeiten wie letztes Mal, ne? Ja, ich habe das Gefühl, die werden alle nicht funktionieren. Erste Heldentat. Erinnerst du dich noch an die Orks und wie ich sie ablenken musste? Das war doch spannend. Wie hast du sie abgelenkt? Ich habe getan, als wäre ich ihr Totengott und habe sie mitten in die Einöde geschickt. Stimmt. Ach, diesmal ist sie gar nicht traurig. Okay, ja, cool. Und weißt du auch noch... unseren Sieg gegen das Böse, wenn sie jetzt wieder gut drauf ist und die Sachen nicht mehr alle schlecht interpretiert? Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als einen Bart. Ja, das hast du gut gemacht. Ah, Nori vergisst langsam, ne? Weil sie ein Rabe ist. Und jetzt denke an... Ich will nicht, dass ihr an unsere Nacht am Lagerfeuer denkt, Geron. Ich fand die Nacht am Lagerfeuer voll blöde. Du hast voll eingeknickt, du Nudel.
Nein, möchte ich nicht. Aber Dingens, dass sie die Sachen vergisst, ne? Dass sie jetzt so ist, so, ah ja, sehr, war das nicht so ein Typ mit Bart? Ich wette, das ist dieses, wovon Giacomo gesprochen hat, ne? Dass sie halt langsam alle Erinnerungen vergisst. Deswegen weiß sie auch nicht mehr, dass die Erinnerungen sie traurig gemacht haben. Weil sie vergisst, wer sie war und ein Vogel wird. Also, okay, das ist jetzt eine wilde Theorie, ne? Vielleicht ist sie auch nur vergesslich. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Unsere gemeinsame Nacht in den Brinasca-Marschen. Du wolltest mit mir einen Liebesbund eingehen. Haben wir geküsst? Das weißt du nicht mehr? Ich weiß noch, dass es kalt war und wir an einem Feuer saßen. Oh, das war schön. Ach, wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Du hast es geschafft. Du kannst wieder fliegen. Ja. Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist. Ach, Nori. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Reda und ich wollen herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen, werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nori, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Drakonier auf sich hat. Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Ich kann Eurich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. Okay, alles klar. Spannend. Ja, aber leider habe ich nicht so viel Zeit mehr. Deswegen müssen wir für heute Schluss machen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge von Das schwarze Auge Memoria. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und damit bis dann.